Die haben uns echt in der Animation angegriffen. Ich habe nichts gedrückt. So, dann sind wir übrigens gleich da. Machen wir nochmal einen Kampf. Lalalala. Ja, naja, gut. Ich hätte mich ja mehr über anderes gefreut, aber ist in Ordnung. Nochmal fünf Froschgesichter oder sowas, weißt du, für 100 EXP. Das war auch nämlich echt hilfreich. Ein paar Froschgesichter wären echt schön gewesen, aber naja, was soll's. Was soll's? Wir sind nämlich gleich schon ganz oben am Turm angekommen. Leider weiß ich nicht, wann wir das nächste Mal Level abkommen. Eine Runde machen wir noch, komm. Warte mal, wir können dafür ja auch... Zack. Das ist eine schöne Gruppe. Oh. Gruseligste Attacke. Wenn die Monster das nachher wirklich können, ne? Schwupp, ich... Ist wie in Dragon Quest 11. Du, ja. Erleidest Instant-Tod. Erstmal den gefährlichsten ausschalten. Bevor er uns wehtut. Wehe. Wehe. So, alles einfach irgendwie jetzt angreifen. Vielleicht kommen wir ja sogar Level up. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit wir brauchen. Wir können es leider nur an der Kirche einsehen. Aber hier kann man relativ gut trainieren. Ja, die Gegner, ja, wenn es nicht gerade 4 Kobolde sind, die alle kühlen Odem machen, kriegst du hier relativ viel EXP. So, jetzt gehen wir aber erstmal hoch. Das sieht schön aus hier, oder? Das ist doch echt hübsch. Die Augen der Statue bestehen aus 2 wunderschönen, schimmernden Juwelen. You! I knew you'd be back for the jewels. You killed my brother. Now you'll suffer the same fate. Thieves need to be quick on their toes, but you won't get away from me this time. Prepare to die. Wait. Ich kann ja nicht unter den Rock gucken, verdammt. Jessica, it's me. Don't you recognize my voice? Alistair? Stay your spell, Jessica. I wasn't slain at their hands. Stay my spell. But it's too late. Alistair? Alistair? Is that really you? It's me, Jess. You have to listen to me, as do you travelers. After I died, a part of my soul was allowed to linger in this statue. Even now as I speak to you, the power keeping me here begins to evaporate. Time is short. Look into the statue's eyes. The truth lies within. Hurry! The day I died, the door to the tower was already open. I thought it was strange, so I decided to look around and see for myself.
That's when I saw him. Who are you? Such a pity. Pity? What are you talking about? Who are you? Answer me. Me? I am Dul Magus, and I was referring to the fragility of human life. Fragility? What do you mean? My sword. I can't draw my sword. I said such a pity. A terrible pity that a shining young star like you should chance to encounter me. What have you done to me? Dul Magus, I won't forget this. What? You won't forget my name? You're too kind. I shall return the favor and remember yours as well. Now, let us finish this before I feel any more pity. Dul Magus! It has been an honor making your acquaintance. You may rest assured, your death will not be in vain. And now you have seen what the statue saw, my traveling friends. I don't understand it myself, but it seems the statue of Alexandra has been awaiting your arrival. If the memory of my tale can serve you on your quest, it would bring great relief to my soul. My stay here is coming to an end. It's time for us to part. One final thing, Jess. Mother may try to stand in your way. Nevertheless, follow your heart and do as you must. Farewell, my little sister. What a tragic affair. There can be no question. This is Dul Magus's treachery. Cool, blimey! It would appear that Alistair also wishes us to bring Dul Magus to justice. His sacrifice shall not be in vain. Now, we have yet another reason to stop Dul Magus's foul reign of terror. I shall await you by the carriage.
Cheerio! Arme Jessica. Hat ihren Bruder verloren. Aber wenigstens konnte sie sich noch verabschieden. In dem Sinne. Jessica sitzt auf dem Boden und weint leise vor sich hin. Tja, das war's wohl mit an ihren Busen und so. Die Augen der Statue bestehen aus zwei wunderschönen schimmernden Juwelen. Und das war's auch mit dem Turm von Alexandria hier drinnen. Erstmal. Jetzt hat Zeti das Teil zerschossen. Kann man eigentlich... Ach man, man kann leider nicht rausgucken. Es wäre noch echt schön, aber es ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, wenn man raus in die Welt gucken könnte. Das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. So, wir sind hier eigentlich fertig. Deswegen benutzen wir das Hintertürchen, also nicht von Jessica, sondern... Stimmt, wir sind noch gar nicht fertig. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Jeder hätte so gehandelt. We'll talk more later. But I need to be alone right now. I'll see you back at the village. So, sie weint wieder. Jetzt dürfen wir gehen. Sie musste uns doch unbedingt sagen, dass es ihr leid tut. Jetzt benutzen wir das Hintertürchen. Ja, wir müssen, wie gesagt, habt ihr ja schon gesehen, erst Hintertürchen und dann Teleporter, sonst wird das Ganze nichts. Aber rein theoretisch können wir von hier aus auch zurücklaufen, nachdem ich mich nochmal voll geheilt habe. Dann können wir noch ein bisschen leveln. Es ist immer wichtig zu leveln. Es ist wirklich so. Außerdem ist es jetzt Nacht und da kommen andere Viecher raus. Wobei ich euch ehrlich gesagt nicht sagen kann, was für Viecher. Weil ich mich selten nachts immer draußen aufhalte, weil ich meistens nachts halt, naja, ne? Schön, dass du ihn gerade verstärkt hast. Ist trotzdem tot. Nein, viel Schaden machen die ja nicht mehr. Zack. Zack, die Bohne. Oh Gott. Ich hasse mich selber dafür. Tut mir leid. Du hast keine MP mehr. Tschüss. Piss dich. Ein Schützenwicht hinterlässt ein Kopftuch. Oh, das ist aber schon selten. Sonst kriegst du nirgendwo Kopftücher her. Kopftuch ist schon wirklich selten. Kopftücher kannst du nicht kaufen. Aber du kannst Kopftücher verarbeiten. Na, das ist ja zauberhaft. Okay, immer nur diese kleinen Pestpilze sind jetzt aber auch nicht so gefährlich, ne? Nicht so schlimm. Ich meine, wir sind sowieso stark. Halt schon, dass wir eine gute Ausrüstung haben, hilft halt schon echt in diesem Spiel. Nur ein bisschen Gold sammeln. Ich glaube sogar für die nächste Stadt, oder? Ja, da müssen wir, glaube ich, wieder neue Ausrüstung kaufen. Naja, ich wollte noch einen Kampf provozieren, indem wir außerhalb des Weges laufen. Naja, egal. So, es ist Nacht. Das allererste, was wir machen müssen, ist schlafen gehen, weil, wie gesagt, nachts können wir nicht in ihre Villa. Oh, ihr seid zurück. Ihr wart ja eine Ewigkeit fort. Ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Also, wo ist Jessica? Hm, wirklich. Ihr habt sie also im Turm gesehen. Nun, das ist nicht gerade brillant, aber wenn sie gesagt hat, dass sie zurückkommt, dann soll es mir recht sein. Danke für eure Hilfe, Case. Zu Beginn wart ihr ein wenig lästig, aber ich glaube, ihr seid schon in Ordnung. Ach ja, das hätte ich ja fast vergessen. Ich habe in der Schenke nachgefragt, ob ihr die Nacht dort verbringen könnt. Mesh und ich haben unser Taschengeld zusammengelegt, um für euch zu zahlen. Also solltet ihr das Angebot auch annehmen. Einmal umsonst schlafen. Wow. Weil wir ja so arm sind, dass wir uns keine 8 Goldmünzen leisten können. Das verdiene ich in einem Monat. So. Bengis hat der... Mann, ich habe das jetzt nicht vorgelesen, sorry. Manchmal klicke ich zu schnell.
Er bastelt wieder. Und wir schlafen. Natürlich habe ich gut geschlafen und die falsche Taste gedrückt. So, jetzt heißt es für uns nach Jessica gehen. Lorenzo! Na, du altes Busenwunder. Ich weiß ja gar nicht, dass sie so... Ich wusste ja gar nicht, dass sie so temperamentvoll ist. Oh, seid ihr auch gekommen, um Fräulein Jessica zu besuchen? Sie ist momentan andersweitig beschäftigt. An eurer Stelle würde ich sie jetzt nicht stören. Gott, dieser Typ, ey. Und mit dem soll sie verlobt sein, ne? Ich störe mal. Jessica, are you entirely bereft of compassion? Will you not mourn your own brother's death? Not this again! Of course I'm sad. I can't believe I even have to say it. But all you can think of is tradition and family obligations. I'm talking about avenging his murder. Avenging? You will stop this foolishness this instant. You are a young lady, not a warrior. Do you really think Alistair would have wanted this? You will mourn your brother's death like a proper lady. It's our family's way. Our family's way? Who cares about our family's way? I don't expect you to believe me, but Alistair spoke to me. He told me to follow my heart. That's why my mind is made up. I don't care about the consequences. I'm going to make Alistair's murderer pay. Very well. It's obvious there's no talking to you. Do as you wish. But... As far as I'm concerned, I no longer have a daughter. I want you out of this house at once! Fine! I was planning on leaving until you came to your senses anyway! Bangers! Mash! Let me through! I'm getting my things! I'm sorry for not telling you the truth before. Forgive me. Are you really leaving, Jessica? Yeah, I am. And I want you two to watch over the village while I'm gone. Alistair told me this would happen. He said you two would protect the town and grow up to be famous warriors. Besonders der Rechte, besonders Mesh. Come on, chin up. Your mission guarding my room is over. I want you to patrol outside from now on. Yes, sir! Sagt man da nicht Ma'am? Oh, der arme Mesh. Versteht das doch mit seinem zurückgebliebenen Gehirn gar nicht. Voll fies. Well, I'm leaving.
Thanks for being such a great mum. Have a nice life. So, reden wir erstmal mit der Mutter. Ich glaube, die ist gechillt. Von wem hat das Kind das bloß? Ich bin mir sicher, dass sie schon bald wieder mit eingezogenem Schwanz vor der Tür stehen wird. Ha, sei dir da mal nicht so sicher. So, du? Ich habe noch nie mit den Leuten geredet. Jessica, aus und vorbei? Meine Hoffnungen auf eine Heirat sind an den Felsbrocken meiner Qualen zerschellt. Das verräterische Feuer der Liebe. Wie konnte ich mich nur so in die Irre führen lassen? Nun gut, momentan kann mich wohl nichts und niemand davon abhalten, ein wenig hier zu bleiben und eine Weile das süße Leben zu genießen. Ja, genau, bleib, genau. Niste dich mal ein. Niste dich einfach mal ein, passt schon. Ja, Jessica ist weg.